Am 8. Oktober 2017 hieß es in Hamburg: Einsteigen bitte, denn an diesem Tag waren alle historischen Nahverkehrsfahrzeuge wieder im Einsatz und sind gefahren. Der verkehrshistorische Tag wird in Hamburg seit 2001 einmal jährlich veranstaltet. Aus Hamburgs Verkehrsgeschichte sind zahlreiche Zeitzeugen erhalten geblieben, von denen einige auch betriebsbereit sind. Es fuhren die alten U-Bahn-Züge der Baureihe TU1 und TU2. Dieser Wagentyp verkörpert den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Fahrzeuge. Auf den Überresten von 118 beschädigten Triebwagen ließ die Hamburger Hochbahn die zunächst als B-Wagen bezeichneten Triebwagen vom Typ TU1 entstehen. Als Neuaufbau des ehemaligen Wagen 324, Baujahr 1927, ist der Museumswagen 8838 im Jahre 1950 vom Fahrzeugbau Falkenried an die Hochbahn abgeliefert und im Jahr 1970 ausgemustert worden. Von 1920 bis 1970 war der U-Bahn-Waggon T6 220 in Betrieb. Er besitzt an beiden Enden Fahrerstände. Die meiste Zeit des Jahres stehen die Fahrzeuge in den Fahrzeugdepots und warten auf ihren nächsten Einsatz. Nicht wenige Hamburger bekommen leuchtende Augen, wenn längst verschrottet geglaubte Fahrzeuge aus der eigenen Kindheit innerlich liebevoll restauriert, meist unerwartet an ihnen vorbeifahren. In der Regel werden die historischen Fahrzeuge des Hamburger Nahverkehrs zu Charterfahrten eingesetzt. Manches Fahrzeug kommt leider nur selten bei öffentlichen Sonderfahrten zum Einsatz. So waren zum Beispiel alte U- und S-Bahnen unterwegs. Der Verein Historische S-Bahn Hamburg e.V. erhält zwei Fahrzeuge der S-Bahn Hamburg betriebsbereit. Neben den derzeit in Hauptuntersuchung befindlichen ETEM 1171-82 auch den 470.128, dessen aufwendige Hauptuntersuchung im Oktober 2015 abgeschlossen werden konnte. Zwei weitere Fahrzeuge der BR 470, 870 und der BR 471 und 871 sind hergestellt. Auch die St. Georg machte bei traumhaftem Wetter eine Alsterrundfahrt.
Der Verein Alster Dampfschifffahrt e.V., VAD, setzt seit 1994 mit großem Erfolg das Dampfschiff St. Georg auf der Alster ein, nachdem dieses in mühevoller Kleinarbeit von Grund auf originaltreu wieder aufgebaut wurde. 2010 konnte der Verein den früheren Dampfer Nixe übernehmen und strebt an, das Schiff in den kommenden Jahren als zweites Dampfschiff auf der Alster wieder in Betrieb zu nehmen. Beim Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V., VVM, in Hamburg-Ommühle sind viele Relikte der Kleinbahngeschichte der Strecke Altreitstedt-Volksdorf und Ulstedt-Wohldorf erhalten. Der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V., VVM, ist ein Zusammenschluss von über 300 Mitgliedern, darunter einige andere Vereine mit ähnlich gelagerten Interessen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Geschichte des Nah- und Regionalverkehrs in Norddeutschland museal zu bewahren. Die Vorortbahn wurde von der Preußischen Startbahn für einen Großversuch zur Bahnelektrisierung gewählt. Von 1905 bis 1913 wurden 140 Doppelwagen von mehreren Fabriken unterschiedlich ausgerüstet für 6300 Volt und 25 HZ Oberleitungsbetrieb bezogen. Ende 1907 begann der öffentliche Verkehr. Technische Probleme und Teilemangel im Ersten Weltkrieg zwangen oft zur Dampfaktion. Um 1925 wurden 52 Einheiten durch eiserne Neubauten ersetzt und an den Dampfzugbetrieb übergeben. 88 Züge erhielten eine neue einheitliche Elektrik. Für die Ausweitung nach Poppenbüttel folgten weitere 5 Neubauten. Ein um 1937 geplantes großes S-Bahn-Netz sah nach Berliner Vorbild Stromschienen mit 12.000 Volt vor. Kriegsbedingt zog sich die Umstellung bis 1955 hin. Die letzten Züge 803, 804, Holzwagen 1912, 1624 und 1683 sowie 1927 stehen in Naumühle. Der Omnibus Büssing Präsent 14 war auch im Einsatz und fuhr durch die Stadt. Auch die alten Hafenfähren Bergedorf und Kirchdorf fuhren am verkehrshistorischen Tag auf der Elbe. In den Jahren 1952 bis 1962 wurden von der Hardag 26 Schiffe des Typ 2 und 3 bei verschiedenen Werften für den Fährverkehr im Hamburger Hafen in Auftrag gegeben. Die Schiffe erhielten einen modernen dieselelektrischen Antrieb und prägten das Bild des Hafens über 4 Jahrzehnte. Die des Bergedorf wurde im Jahr 1955 von der Hamburger Stülkenwerft an die Hardag abgeliefert und stand bis 1997 im Einsatz. Heute hat das Schiff als schwimmendes Café im Museumshafen Övelgönne seinen Liegeplatz und wird für Sonderfahrten voll betriebstüchtig erhalten.